Herzlich willkommen, wir begrüßen euch herzlich zu einem neuen Video. Ich bin begeistert. Und jetzt das Gestell verleihen. Und jetzt haben wir, weil wir natürlich absolute Experten sind, Schlitz und Zapfen sehr stramm gemacht. Aber erfahrungsgemäß ist es auch kacke, wenn wir jetzt richtig viel dran rumfummeln, weil dann wird es auch nicht besser. Das heißt, hohe Gewalt, Kraft und viel Spaß bei der Sache. Mhm. Und gucken, ob wir Überstunden machen müssen oder nicht, wenn wir es verkacken. Gut? Gut. Gut. Und der dahin, der dahin, der dahin. Glauben, wir sind nicht in der Kirche? Mhm. Gut, dann kommt er da so. So. Ja, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Kompletter? Ich hab's nicht gemacht, ich bin ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber drüben wird gerade gute Mucke gehört. Und das war jetzt aus Versehen, oder? Ja, der kommt doch rein. Nee. Bin ich jetzt doof? Der guckt doch durch. Und jetzt gibt's noch was ganz Neues hier. Und zwar hat Maite ihr allererstes eigenes Projekt. Und wie ihr schon seht, musste sie auch alles selber machen. Das heißt, eine Skizze, einen Arbeitsablaufplan, eine Zeichnung, eine Schnittliste und so ein paar Notizen. Alles das so, dass sie das komplett alleine bauen kann. Und das finde ich ziemlich geil, weil da lernt sie natürlich auch am meisten, ne? Das ist einfach so. Ja, hier hat sie schon mal die Leimholzplatte fertig gemacht. Bisschen grob aufgemalt, so mache ich das eigentlich auch immer bei Plattenzuschnitten, dass man einfach genau weiß, wo will ich hin und was für Teile habe ich. Hier geht's direkt in Zuschnitt, alles noch ein bisschen vorsichtig und entspannt, weil ich war jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit dabei. Unterwiesen und so ist sie natürlich, das heißt, sie darf das auch machen und sie kann das ja auch, ne? Aber sie macht das eben alles noch ein bisschen, ja, sie macht das einfach gut, fertig. Ja, hier ist so der grobe Zuschnitt gleich fertig und danach geht's an Hobel, nämlich jetzt. Und dann werden die Sachen einmal ausgehobelt, weil das ist eine 19er Platte und die soll auf 15 runtergehobelt werden. Oder 16, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Und wenn das erledigt ist, werden dann noch ein paar schicke Gärungen geschnitten für den Korpus, ne? Ja, und das geht gleich weiter und ich mache ein bisschen Mucke an, ne? Ja moini, hier bin ich wieder. Ja, und zwischendrin mussten noch mal ein paar Plakate an die Wände gebatscht werden für die BG, weil da muss so ein Plakat muss an der Maschine hängen, damit man weiß, wie man
sie bedient, beziehungsweise die wichtigsten Sicherheitsvorschriften immer direkt parat hat. Und ja, da hat Maite dann eben fix die Dinge nochmal eingeschlagen und ein paar Rahmen zusammengeklüdelt. Das haben wir natürlich auch relativ einfach gemacht. Man hätte auch Meisterstück draus machen können, aber das wollten wir nicht. Wir wollten was, was hält, aber was eben auch schnell geht. So, und hier haben wir noch so ein paar Dinger übrig gehabt, ein paar Hölzer. Die waren schon genudelt, das war aber jetzt unwichtig. Wir haben einfach einen Rahmen gemacht und die Dinger drauf getackert. Fertig. Übrigens haben wir hier unten rechts jetzt immer richtig schön den Arbeitsschritt, was wir gerade machen am Tag und die Uhrzeit ungefähr, ne? Damit ihr das so ein bisschen versteht, was hier so abgeht. Jetzt ging es nochmal weiter mit einer Lampe für den Tarsi-Laden. Habt ihr ja schon gesehen, wie wir sie gelasert haben. Und jetzt wird die hier nochmal zusammengetackert. Wir haben eine schwarze gezeigt, glaube ich. Wir haben auch schon eine weiße gezeigt und das ist hier nochmal Natur. Jetzt ging es nochmal weiter mit meines Projekt. Und ihr merkt, ne, ich habe geil Sammelwasser getrunken. Das kann ich ja sowieso immer so gut. So, aber soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Auf jeden Fall haut sie hier einmal die Lamellos rein. Das klappt auch zuckermäßig, so wie es sein soll. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der Art Video, wenn wir sie auch mal so machen. Wir finden uns ja gerade so ein bisschen und machen auch einfach. Also, das hat sich jetzt so ergeben in dem Video, weil wir eben nicht viel gesabbelt haben. Deswegen machen wir das einfach mal so, ne? So, und jetzt gibt's gleich noch ein bisschen Mucke auf die Ohren, weil ich gar nicht so viel reden will, ne? Immer nur reden ist ja auch kacke. Hier werden übrigens die Korpusteile genudelt für die Rückwand. Und das ist ein bisschen spezial, aber das seht ihr nachher nochmal. Und jetzt wird Maite einmal den ganzen Schubkasten natürlich zinken, so wie sie das gehört. Weil sie muss ja auch ein bisschen im Zinken drinbleiben, ne? Also nicht, dass ich das jetzt alles immer kann, weil ich muss das auch üben. Ich glaube, sie kann das sogar im Moment besser als ich. Aber, ne, so bleibt sie schön im Saft. Und wenn das nachher Richtung Gesellenstück geht, dann haut sie die besten Zinken der Welt raus. Und so soll das ja auch sein, ne? Ja, das wollte ich euch noch gesagt haben, ne? Die werden jetzt erstmal schön ausgearbeitet und dann geidert hier schön weiter, ne? Schön weiter. Schönen guten Tag, ich melde mich auch mal. Ich sitze nämlich gerade da oben im Büro und Maite war fleißig was hast du denn alles gemacht? Heute hast du deinen Möbel gebaut, gestern hast du ja auch schon dran geplant, hast du die Lampen hast du auch gemacht? Hey, die hat ja hier gewühlt ohne Ende. Es ist leer, seit August, ne? Die übernimmt den Bude, die übernimmt die Bude hier bald. Habe ich schon direkt einen Frosch im Kopf. Ja, so läuft das. Ich muss mich gerade Videos schneiden. Damit wir mal vorankommen hier. Und so richtig fertig ist das immer noch nicht, weil der Tag immer so durchwurstet ist. Ah, ich will mich gar nicht beschweren. Das ist halt so, ne? Ja, Maite macht jetzt gleich Feierabend. Die packt jetzt fleißig zusammen, wie sich das gehört. Und ich werde jetzt gleich weiterschneiden, ne? Damit ihr das erste, euch an dem ersten Vlog spätestens morgen ergötzen könnt. Lasst einen Daumen da. Oder? Ja, unbedingt. Und ein Abo. Und ein Abo. Und einfach einen Kommentar. Ein Kommentar. Gut. Danke, tschüss. Du musst jetzt danke, tschüss sagen. Achso, danke, tschüss. Das war gut. Danke, tschüss.